Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist gerade Chaos. Ey Leute, ich kann es euch gar nicht sagen. Katastrophe. Aber ich muss jetzt was am Swoopy basteln. Und zwar, das habe ich schon länger angekündigt. Und heute ist es soweit und wir ändern ein bisschen was am Fahrwerk vom Radon Swoop. Ich nehme euch natürlich mit und wir gehen in diesem Video natürlich auch schon direkt Probefahren. Ja Leute, warum das Ganze hier so chaotisch aussieht, ist eigentlich ganz, ganz einfach. Nämlich, die Michi wird hier in meinem ehemaligen Büro eine Bike-Werkstatt reinbauen. Und genau, da haben wir gestern oder vorgestern, ich weiß es schon gar nicht mehr, haben wir tatsächlich alles umgeräumt. Hier steht mein ehemaliger Schreibtisch vom Gaming-PC, den ich nie benutzt habe. Das ist mein ganz alter Schreibtisch. Einfach ein bisschen Chaos, wir müssen auch unbedingt zum Sperrmüll und jetzt sieht halt gerade da drinnen alles echt chaotisch aus. Aber egal, wir müssen jetzt was am Swoopy basteln. So, und zwar, was wir machen werden, ist, vielleicht, wenn ich die Muße noch habe, auch noch die H&R-Feder reinmachen. Aber das wäre eigentlich geil als gesonderter Test. Aber vielen lieben Dank an den Thomas. Ohne den wäre dieses Video wäre ohne den Thomas gar nicht möglich. Und zwar haben wir hier eine schöne Fox 40 Performance Elite. Die kommt aus dem Santa Cruz V10. Thomas hat da auf RockShox umgestellt und hier schon alles eigentlich vorbereitet. Ich hoffe einfach, dass alles funktioniert und das tauschen wir jetzt gegen die Sepp. Außerdem habe ich natürlich auch noch ein passendes Laufrad vom Thomas bekommen. Auch dafür vielen lieben Dank. Ohne dich wäre das hier alles gar nicht möglich. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie gut das Ganze funktioniert. Ob das jetzt easy peasy wird oder ob das wie immer ein bisschen kleines Abenteuer wird. Wir legen mal los und holen erstmal die Gabel daraus. Auch wenn wahrscheinlich viele jetzt sagen, ja Daniel, du stellst dich aber ein bisschen an. Ich freue mich, wenn die Michi die Werkstatt hier fertig hat und am besten einfach alles an meinem Fahrrad mitschraubt. Dann muss ich das nämlich alles nicht mehr selber machen. Perfekt wird das. Das ist natürlich auch wieder total beknackt, ne? Dass ich habe ja das Knacken gelöst, indem ich einfach alles neu gefettet habe und so weiter, neues sauber gemacht habe und so weiter. Und es lag tatsächlich irgendwie daran, dass da irgendwas nicht gestimmt hat. Und jetzt bin ich das Fahrrad, ich glaube, ein oder zweimal gefahren ohne Knacken. Jetzt rupp ich das wieder auseinander. Crazy. Also ich kenne mich ja nicht so ganz genau aus, muss man Thomas fragen, was das hier gemacht hat. Aber man braucht irgendwie so einen Adapter. Den hat der Thomas jetzt hier schon drauf gepresst. Und dann ist tatsächlich, passt jetzt hier einfach exakt der Steuersatz drauf, ohne Spiel und so. Ich bin jetzt gespannt, wie das aussieht, wenn ich das einsetze. Ob das immer noch so easy ist. Ich habe natürlich gekonnt was vergessen. Fällt es euch auf? Hier müssen natürlich diese Bumper mit drauf. Weil das Fahrrad hat natürlich nicht so wie andere Downhill-Bikes extra den Schutz am Rahmen. Und deswegen brauchen wir die hier. Ich habe richtig Glück, Leute. Ich muss nicht den Vorbau vom Norco abbauen, wie es aussieht. Die Michi hat den hier mit dabei bekommen bei ihrem Tours. Und der passt aber auf ihre Gabel irgendwie nicht drauf. Aber bei mir schon. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen
zu Tag 2. Ich habe noch so ein bisschen rumgeschraubt am Swoopy. Luftdruck in der Gabel verändert und auch noch Bremsbeläge gewechselt und so weiter und so fort. Daumen drücken, dass das Screechen weg ist. Wir gehen das Ganze jetzt testfahren und zwar auf ein paar Trails zur Abwechslung, weil ich weiß ja noch gar nicht, wie das Ganze funktioniert und deswegen will ich nicht zu weit wegfahren. Falls es irgendwie auf irgendeine Art und Weise nicht funktionieren sollte, dann bin ich auf der sicheren Seite und bin nicht irgendwie 2 Stunden in den Bikepark gefahren. Wir machen es jetzt ready und dann geht's los. Leute, eine Sache sage ich euch. Irgendwie ist es auf einmal ganz schön arg winterlich geworden. Muss ich einfach feststellen so. Und ich bin da noch überhaupt nicht bereit. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin dazu einfach noch nicht bereit. Leute, die Michi hat heute einen ganz besonderen Job, nämlich wir fahren ja wohin, wo es keinen Lift gibt. Bedeutet, die Michi darf mich die ganze Zeit ziehen. Ja. Voll toll. Freut sich auch schon extrem. Ja. Ja, wir machen es. Nachos abtrainieren von gestern. Genau, die hat nämlich gestern zu viel Nachos abends gegessen. Und jetzt muss sie ran. Ab geht's. So Leute, wir sind angekommen. Wir machen jetzt kurz nochmal ein kleines bisschen Setup und sowas. Dann im Anschluss geht es jetzt auch dann direkt los. Und dann werde ich euch direkt die ersten Feedbacks geben. Das ist die allererste Runde. Ich werde versuchen, solange es geht, jetzt hoch zu pedalieren, damit ich mich nicht die ganze Zeit ziehen muss. So Leute, wir sind auf dem ersten Uphill. Ich bin schon ein bisschen auf dem Parkplatz so hin und her gecruised. Und vom Feeling her, erster Eindruck, taugt das mir ganz gut, muss ich sagen. Jetzt natürlich die Frage, wie verhält sich das Ganze auf dem Trail? Fühlt sich das jetzt irgendwie hochbeinig an oder so? Aber so vom Sitzen gar nicht. Was geil ist, ich habe hier trotzdem noch eine ordentliche Gangschaltung mit mehr als 7 Gängen als sonst auf dem Downhill. Und werde jetzt auch mal versuchen, den Uphill erstmal ganz normal hoch zu pedalieren. Ich werde dann einfach die Compression komplett zudrehen und dann versuchen hoch zu pedalieren. Notfall habe ich das Seil mit. Die Michi ist auch bereit, ne? Full Power. Voll 50 Newtonmeter? Ja. Gar kein Ding, gar kein Problem. Ja, du musst trotzdem mittreten, ne? Ja, ich habe ja sogar richtige Gangschaltung. Ja. Und quietschende Bremsen. Und ja, ich musste immer, wenn er einen Tipp hat, Leute, ja. Was geht los? Compression hier voll zu. Oh, hier ist halt was los, Leute. Ein Feiertag. Also, sagen wir so, das geht besser als mit dem Norco. Allein schon, weil man natürlich den Sattel hoch machen kann. Ne? Aber es ist schon irgendwie ein Ticken schwerer als mit der Sepp. Wiegt ja auch schon mehr, oder? Ja, das Rad ist jetzt auch schwerer. Man merkt auch, dass die Front schwerer ist. Oh. Oh Leute, ignoriert bitte das Quietschen. Alter, ob ist denn hier so mockig? Warum ist denn hier so mockig? Oh, ich merke gerade, fahr du mal vor. Ich habe hier neue Bremsbeläge, ich muss sie einbremsen. Hier kann ich jetzt nicht chillen wie sonst. Mit Bremsbelägen, die noch nicht ready sind, ist natürlich doof. Hart auf jeden Fall, aber ich könnte es noch weicher fahren. Und ich bräuchte eigentlich ein Mudguard vorne, merke ich gerade.
auf jeden Fall ordentlich viel gebremst jetzt. Also erste Abfahrt jetzt gerade eben auf dem Trail. Boah, da können wir uns hier schon an den Winter gewöhnen, Leute. Schön rockige Trails. Handling ist geil. Bisschen natürlich jetzt anders. Letztes Mal war ich im Render hier. Natürlich viel weniger Federweg. Aber ach, bockt das Rad so krass. Oh, Michi B, du gibst richtig Gas. Du bist voll im Ackern. So, Trail Nummer 2. Hier ist eine kleine Änderung wohl. Ich habe gerade ein paar Leute getroffen. Und boah, es ist ordentlich mockig. Ich hoffe, meine Bremsen tun es jetzt. So langsam. Weil eigentlich würde ich die Line hier gerne ordentlich fahren, weil die echt Bock macht. So. Ah. Ticken hart immer noch, ich sagen. Hallo. Hallo! Ja, ist schon gut ausgewaschen mittlerweile. Hier muss man eigentlich ein bisschen mehr Speed rein. Oh, Michi Bär! Alles okay? Ja, aber das war sehr rutschig. Aber das war jetzt der härte Test, dass meine Bremsen funktionieren. So, bringen wir das Ding hier nach unten. Die Michi jetzt mal vorfahren lassen. Übrigens, ist das die. Bist du da? Ist wieder da. Hoppa. Oh. Oh. Ja, hier ist vorbei. Das ist schon drin zu steil. Ich habe versucht, jetzt hoch zu pedalieren, aber das ist dann doch too much. Ja, Leute, da mache ich alles nur, um für euch das Ding hier zu testen, weil ich da Angst hatte, direkt mit in den Bikepark zu fahren. Deswegen machen wir jetzt hier den Freerider und schieben hoch. Welche Line war denn die geilere? So, ich schiebe das Ende hoch und dann sehen wir uns auf der Abfahrt.
noch Jumps, die ins Flat gehen, die lasse ich halt einfach weg. Weil ich hatte mit Thomas gesprochen, der sagte, das ist das größte Problem. Boah, von der Gabel dann. Wenn dann das der Impact, der noch den Rahmen ist. Oh, oh. Der hatte eine Landung. Boah, da musste ich den Fuß setzen, ey. Leck mich am Arsch. Boah. Boah. Der ist neu. Boah. Boah. Alter Falter. So Leute, wir fahren zurück zum Auto, weil hier, es wird jetzt langsam dunkel und stellenweise war das jetzt schon ein bisschen tricky, auch mit klaren Gläsern und so. Deswegen fahren wir jetzt gemütlich zum Auto und dann hoffe ich, dass ich nicht zu schlammig bin, weil ich keine Wechselhose mit habe. Und dann gebe ich euch ein kleines Feedback, wie das Ganze mir getaugt hat hier und vielleicht... Vielleicht nehme ich auch noch mal mit in den Park. Jetzt haben wir nur dummerweise den Deadlift gerade umgebaut auf... Oh, hier kann ich mit einer Hand nicht mehr weiter. Jetzt haben wir den Deadlift gerade umgebaut. Oh, boah, das war tricky hier mit einer Hand. Auf drinnen campen. Und das ist natürlich ein Problem, weil da können wir nicht mehr so viele Räder mitnehmen. Oder die Michi nimmt kein Fahrrad mit und ich nehme zwei. Ja, ich wollte euch mal kurz Feedback geben, jetzt wo es noch frisch ist. Und das ganze Ding ist verdammt geil. Es macht richtig, richtig Laune, so das Fahrrad. Ich merke nicht, dass das eigentlich nicht so sein sollte. Also, wer weiß, ob es... Ich konnte leider im Internet nichts finden, ob das Ganze so... Ob man das so fahren kann oder nicht. Ich habe mal dem Lukas Schäfer geschrieben bei Instagram, habe aber allerdings noch keine Antwort bekommen. Ich muss sagen, ich hätte richtig Bock, damit direkt morgen in den Park zu fahren, im Park zu ballern. Ich glaube, dass es richtig, richtig geil ist, im Park das Bike zu fahren. Ja, ich kann euch nur sagen, ich würde es am liebsten so lassen. Vielen lieben Dank nochmal an Thomas, dass du mir die Gabel und alles da, Laufrad und Adapter und so zur Verfügung gestellt hast, dass ich das Ganze überhaupt testen durfte und konnte. Vielen lieben Dank, Thomas. Tja, also wenn einer von euch da draußen Ahnung hat, wie das Ganze, ja, ob man das so lassen kann, ob man das so umgebaut lassen kann oder ob das eine zu große Gefahr für einen Rahmenbruch oder sonst irgendwelche Schäden ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder am allerliebsten direkt auch einfach nochmal bei Instagram. Am besten schreibst du in die Kommentare, hey, habt ihr bei Instagram geschrieben, weil dann landet man nämlich meistens ja in diesen Anfragen. Und in Anfragen ist das immer so eine Sache, ob das da durchgeht, also ob ich da euch eure Nachricht dann wirklich lese oder ob ich die, ja, was weiß ich, erst Monate später lese. Nichtsdestotrotz, wie fühlt sich das Ganze an? Auf jeden Fall nochmal ein Ticken potenter, natürlich steifere Front. Auch, dass die Front jetzt ein Ticken höher ist, tut dem Rad auf jeden Fall irgendwie gut. Also Radon, sagt mir mal Bescheid, kann man das so machen? Oder warum baut ihr das nicht Serie? Also es ist wirklich, wirklich geil. Richtig, richtig mega. Macht sowas von Bock, das Fahrrad so. Ich bin krass begeistert. Ich war schon nach der ersten Abfahrt begeistert und dann kamen ja noch ein paar Trails, wo so ein paar Jumps auch drauf sind. Und ich hätte richtig Bock jetzt auf eine richtige Jumpline mit dem Ding. Tja, ich hoffe sehr, dass ich da vielleicht grünes Licht bekomme, vielleicht von Radon, und dass man das so machen kann. Mega, macht einfach mega, mega, mega mäßig Bock. Ja, ich hoffe, das kleine Experiment hat euch gefallen und wenn ihr da was wisst, schreibt mir. Würde mich super, super freuen. Und ja, ich habe sehr das Ganze auf den Trails genossen. Irgendwie ein
Bike mit Doppelbrücke mit 12-Fach-Kassette ist auf jeden Fall auch was Schönes. Da kommt man leichter von A nach B. Man kann sogar noch leichte Steigungen und so ganz gut damit fahren. Also das ist nicht so das Ding. Ich denke mal, wenn man jetzt einen Dämpfer hätte, den man noch locken könnte, ging das noch besser. Aber alles in allem war das schon okay so. Also kann man machen. Leute, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Wir packen jetzt schnell zusammen und dann geht es da so was essen. Bis bald, macht's gut. Ciao, ciao. I just wanna do it.